Wir sind hier in der Marienburger Straße und hier kam es zu einem Verkehrsunfall, beziehungsweise die Meldung war Verkehrsunfall, eingeklemmte Person. Bei unserer Ankunft zeitgleich mit dem NEF wurde die Person schon vom unseren Personal und vom NEF aus dem Fahrzeug rausgeholt und dann war die Person gleich reanimationspflichtig und ist von uns und dem Rettungsdienstpersonal reanimiert worden. Hat jetzt gerade wieder Kreislauf und wird ins Krankenhaus gebracht. Der ist schon eine ganz ordentliche Zerstörung hier in den Vorgärten auch. Der ist wohl mit nicht ganz unerheblicher Geschwindigkeit hier auch in den anderen PKW reingefahren. Der PKW hat auch wohl erst noch gequalmt. War nicht ganz unwahrscheinlich, dass er sogar brennt. Ja, wir haben dann Schnellangriff vorgenommen, haben das Fahrzeug abgelöscht, ziemlich parallel mit den Rettungsmaßnahmen bzw. der Unterstützung des Rettungsdienstes. Der PKW hat anscheinend den Vorgarten auch noch getroffen, hat da einen Zaun umgemäht und ist dann hier in einen anderen PKW gerammt und ist dadurch dann auch zum Stehen gekommen. Im Grunde genommen hat der Patient wahrscheinlich Glück gehabt und die Hausbesitzer Glück gehabt, dass ein PKW vorm Haus geparkt war, sodass der PKW eben nicht ins Haus gerammt ist, sondern in den davorstehenden PKW.